Hallo, ich bin hier auf der Energie- und Modernisierungsmesse in Kittrich und besuche heute die Küchenheldin hier am Stand. Jetzt begrüße ich Ingo Viertler von den Küchenhelden. Hallöchen. Herr Viertler, Energie, Modernisierung in der Küche und im Haushalt. Ja, was bedeutet das? Weswegen sind Sie heute hier? Ja, wir sind hier auf der Energie- und Modernisierungsmesse, weil das Thema Energieeinsparung, Modernisieren ein ganz wichtiges ist und große Potenziale bietet. Nur müssen wir das erstmal kommunizieren. Deswegen sind wir hier, um die Endkunden, um denen aufzuzeigen, was gibt es für Potenziale, was gibt es für Einsparmöglichkeiten, an die oftmals gar keiner denkt bei den, in Anführungszeichen, Hausgeräten. 40% Einsparung in der Küche und im Haushalt. Herr Viertler, wie funktioniert denn sowas? Ja, das funktioniert sehr wohl, hauptsächlich zum einen durch die bessere Isolierung der Geräte heute. Das heißt, es geht den Geräten deutlich weniger Energie verloren von dem, was sie schon zur Verfügung haben. Zum Zweiten ist es so, dass die Antriebstechnik gerade bei Kühlgefriergeräten einfach energiesparender ist. Die Wirkungsweise ist eine höhere aus den Motoren her und deswegen ein geringerer Energiebedarf. Wenn ich heute eine Küche modernisieren möchte, ist das nicht ein Riesenaufwand? Wie geht man da am besten vor? Also wir machen mit dem Kunden zunächst eine Bestandsaufnahme. Dann werden die Ziele vereinbart oder zunächst mal aufgezeigt, was gibt es für Möglichkeiten, für Einsparpotenzial. Dann werden die Ziele festgesteckt, wo wollen wir hin. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt sinnvoll, das energiesparendste Gerät zu machen, wenn ich damit eine Anschaffung tätige, die ich gar nicht brauche, dass das so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Das wird definiert und am Ende wird dann nachher auch nochmal ein Resümee gezogen, um zusammenzurechnen, was haben wir tatsächlich erreicht an einem. Das heißt, Sie fahren zum Kunden nochmal hin vor Ort und prüfen nochmal, ob das alles funktioniert? Unbedingt. Also bei uns, das ist so zu 90% das Tun von uns, dass wir das vor Ort beim Kunden nochmal alles abchecken. Einsparung, Modernisierung heutzutage, das ist ja schön, dass es das gibt, ja, aber es kostet sicherlich auch Geld. Wie finanziere ich das denn? Ja, also zum einen ist, muss man natürlich sagen, die Geräte haben mit, naja, bei Kühlgefriergeräten 60% oder bis zu 60% Einsparpotenzial. Die Amortisation ist allein über die Gerätelaufzeit oder über die Hälfte der Gerätelaufzeit schon da. Zum anderen gibt es natürlich heute einige Finanzierungskonzepte auch. Wir bieten ein Leasing mit Reparatur-Flatrate an. Wir haben 0% Finanzierung. Also da gibt es heute eine Vielzahl von Konzepten. Klasse, vielen Dank. Bitte sehr.